Willkommen zurück zum Let's Play Far Cry 3. In der letzten Folge sollten wir in das Jagdgebiet eindringen und ein Wildschwein töten. Das hat jetzt erstmal nicht geschafft und das werden wir jetzt mal erledigen. So. Den Spielton etwas lauter gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es etwas zu leise war. Bisschen die Steuerung kacke. Aber kann ich da nicht irgendwie reinfahren? Da war ich ja schon. Bin da schon im Jagdgebiet oder nicht? Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ach so. Ah, so. Töte noch heute 2 Wildschweine und sammle 3 Pflanzenarten in das Jagdgebiet. Oder toll. Oh, einmal habe ich schon mal. Wenn noch davon eine. Muss ich auch noch Dinger Pflanzen sammeln hier. Rote habe ich schon. Grün brauche ich noch. Aber schade bestimmt nichts, wenn ich irgendwas finde noch, was ich brauchen könnte. Pfeile? Aber hier ist nichts. Da sind grüne Pflanzen. Da. Und blaue und kleine Wildschweine habe ich gerade, glaube ich. Nur wo sind sie? Hä? Wo sind die? Ich weiß nicht, wo die sind. Ach, da. Was? Wildschwein? Jo. Ach, komm schon. Hol ich mir. Ja. Ein erledigt. Also gut. Du schaffst das. Hab ich dich. Ekelhaft. Da. Und noch ein. Und eine rote Pflanze brauche ich. Die müsste da sein. Ne, blau, nicht rot. Die ist, ja, da drunter ist sie doch. Einmal runter. Da ist sie. Hab ich. Weiter hoch. Brauche noch ein Wildschwein. Eins gehört gerade. Aber erst eine Kiste noch. Das Vieh. Put, 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 put. Da bist du. Oh nein. Die kriege ich, ach so. Lauf mir nicht weg. Ah, geht doch. Und hab beides. Habe alles. Bin jetzt zurück, oder wie? Schnellreise. Öffne die Karte. Ach so. Wenn das so einfach in echtem Leben gehen würde, dann würde jeder sofort da sein, wo er sein will. Wollte. So. Weil ja gesagt wird, ich rede ja undeutlich. Oder ich kann nicht reden oder so ähnliches.
Das ist mein Waffenschrank. Aber dort zu diesem Dennis hingehen. Da ist die Tür, ne? Ja. Tut mir leid. Wo ist der denn? Die hinter an. Oh, hallo. Oh, hallo, ja, genau. Hallo zurück. Wo ist der denn, der Kerl? Ach, das ist angezeigt. Sag das doch. Oder? Doch, er hat angezeigt. Ja, was jetzt? Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Ich bin mal gespannt, wie du es mir zeigst. So, Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze Ach die so. Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Jetzt verstehe ich. Die Herstellung ich. Ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Das wusste ich ja schon, ne? Du bewegst dich ich besonders bin. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Den Takedown? So ist gut. Du wirst immer stärker. Mit jeder Fähigkeit wird das Tattoo größer. Nimm noch eins. Ist ja gut. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tattoo. Handy? Okay. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Ich hole mir eben Waffen, okay? Dann komme ich zurück. Jo, ein Affen. Ja, ich will meine kostenlose Waffe haben. Beispiel die. Ich habe nur $200? Nein. Nein. Nachtsicht. Warum denn nicht? Ich kann nur eine Waffe tragen, glaube ich, ne? Ich habe nur, ja, ich kann nur. Diese Funktürme online. Ja, halt die Klappe. Ja, 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 ist ja in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Ja, fahr doch. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel liegen. Durch das Tattoo werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, sie Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Ja. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das
ist der Unterschied. Alles klar, ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Oh doch, sehe ich aber anders. Fahren. Was für ein Angriff? Hab das gerade nicht zugehört. Dein Freund? Dennis hat dir das Tatao geschenkt. Kenn ich doch gar nicht. Jetzt musst du kämpfen. Schon dein Freund oder wie? Hab dich gerade erst vor 5 Sekunden kennengelernt. Sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Mm. Deine Entscheidung. Ich mach mal die brutale Vision. Einfach hingehen und abknallen. Ich versuche es, ne? Darf ich ein Tacklein? Darf ich, danke. Und tschüss. Lisa, ich komme. Überfahren! Fuck, 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 fuck. Pissköter. Lisa, ich bin hier! Oh, fuck, 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 fuck. Renn, renn. Renn um mein Leben. Fuck. Ich mach andere Variante, anschleichen. Hey. Hoppala. Hab ich gar nicht gesehen. Er hat mir gerade gesagt, er würde anschleichen auf der brutalen Weise. Einfach hingehen und abknallen. Ich habe mich erst für die brutale Weise entschieden und dann habe ich mich für die Schleichtaktik entschieden. Aber beides war wohl falsch. Wie auch immer. Dennis hat dir das Tatao geschenkt. Ja, komm, wir kämpfen. Ja, komm. Du kannst dich schnell angreifen, die aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Lisa, ich komme. Oh, geh auf den Sack damit. Ja, ich habe das schon gesehen. Und nochmal, ja, hab ich auch gesehen. Ja, gut. Will ich gar nicht wissen, wie dein Schwanz brennt. Ah. Meine ich hier irgendwie. Das war nicht leise. Scheiß Hund. Mann, 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 immer selber machen müssen wir. Keine Munition mehr, sehe ich gerade. Fuck, 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 fuck. Hoppala. Gut. So schnell war das jetzt. So schnell ging es jetzt. Nach Lisa. Da, da, da. Jetzt will ich Munition einsammeln hier. Ah, ach so. Mann, du Idiot, Dennis, du kleiner. Die ist bestimmt da drin, ne?
aber irgendwie auch nicht. Oh, da ist sie drin. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Das ist ja gar nicht drin. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Okay. Sie ist geflohen. Und ich gebe mir die Mühe Jason, jetzt. Du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Warum können die alle die gleiche Sprache? Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Immer schnell. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Ja, ich komme ja schon. Du hast dem Stamm imponiert. Oh, bin ich tot für dich. Schön für dich. Nein, ich will erstmal was einsammeln. Was ist das? Ach, der Waffenschrank, den ich da hatte, genau. Kann ich ja was kaufen, aber ich habe jetzt kein Zeug dafür, irgendwas zu kaufen. Was sagt denn den neuesten Tutorial da? Ja. Ist mir klar. Oh, ist doch gut jetzt. Ist doch gut. Mann, ey. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ciao.